Ach, wir sind live. Hallo Katja, hi Olivia. Seht ihr mich und hört ihr mich? Es heisst, ich bin live, aber ich bin nicht ganz sicher. Bitte geben wir eine Antwort. Hallo, ich bin Katrin Erni von SwissGermanOnline.com und ich lade euch hin, heute ein bisschen mit mir zu chatten und zu diskutieren über Krankheiten. Oh, Olivia gehört, ist gut. Peter Beck ist auch da. Also es ist alles prima. Es ist alles in Ordnung. Hi Olivia. Ja, also es ist noch nicht ganz 8 Uhr, aber wir haben gedacht, wir probieren mal schon, probieren, ob alles funktioniert. Im Fall, dass wir einen Fehlstart hätten, hätten wir noch etwas Zeit gehabt, um noch neu starten. Aber scheinbar läuft alles. Die Präsentation ist da, ich bin da, ihr hört mich. Ja. Katja, woher kommst du? Ja, schreibt einfach im Chat, schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Antworten habt. Hallo Pedro, schön, dass du da bist. Ihr seid das Zweite, ja? Und du schaust noch mit jemand anderem. Es läuft alles. Also heute wollen wir ein bisschen... Oh, Hamada Alavi, guten Tag, hi. Heute wollen wir über Angst reden, am Anfang, so generell. Habt ihr Angst vor, jetzt natürlich, überall in den Medien reden sie vom Virus, vom Coronavirus. Aber vielleicht habt ihr ja... Aha, Katja ist von Zürich, schön. Oh, schreibt doch schnell, von wo dass ihr zugeschaltet sind, das würde mich interessieren. Hallo Green Dragon, Esatolla, hallo. Sind ihr aus der Schweiz oder sind ihr jemand anders in der Welt? Das wäre noch interessant zu sehen. Also, vor was habt ihr Angst? Habt ihr Angst jetzt vor den Flüchtlingen, die auf Europa kommen wieder? Habt ihr Angst, dass es vor den Klimaveränderungen, vor der Klimaerwärmung? Olivia ist in Bern. Genau, Olivia aus Bern hat sich zugeschaltet. Olivia, hast du Angst vor etwas? Oder vor dem Coronavirus? Olivia hat Angst vor Spinnen. Okay, die kleinen Tiere mit 8 Beinen, ja, Spinnen. Und sie machen so schöne, schöne Spinnennetze. Ah, Green Dragon ist auch von Bern. Schön. Pedro hat ein bisschen Angst vor dem Coronavirus, also du bist vorsichtig. Du bist vorsichtig. Du hast viel Handwaschen, ja. Esatolla hat sich aus dem Aargau zugeschaltet. Dich nervt der Virus, Katja. Du hast schon genug von dem. Ja, wir haben jeden Tag in den Medien so viel Aufmerksamkeit gilt dem Virus. Das nervt langsam. Genau. Mich nervt der Virus. Hallo Jean, du hast keine Angst vor dem Virus. Und Olivia auch nicht. Die Olivia hat auch keine Angst vor dem Virus. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es eine Panik gibt unter den Leuten. Und wenn die Leute anfangen, Panik zu machen, das ist viel schlimmer als der Virus selber. Mhm. Ja. Also, aber ich habe gedacht, zu diesem Thema könnten wir gleich ein bisschen reden, über Krankheiten, über Viren,
über das Anstecken. Die Olivia tut regelmässig Hände waschen. Ich habe gehört von Leuten, die sich an der Arbeit nicht mehr die Hand schütteln können, um zu begrüssen, dass das verboten ist jetzt. Der Green Dragon ist gerade am Corona-Bier trinken. Eigentlich ist es ein schöner Name, Corona. Wie eine Krone, oder? Coronavirus. Olivia schreibt, sie ist kein Schisshass. Schisshasen sind die Leute, die eben vor allem Angst haben. Und dann kann man sagen, oh, du bist ein Schisshass. Die, die vor Spinneln Angst haben. Aber Olivia, wenn du vor Spinneln Angst hast, dann bist du doch ein Schisshass. Oh, der Raul schreibt von Texas. Schön, dass du da bist. Wodka ist gut gegen Virus, meint Olivia. Genau. Wodka tut ein bisschen abtöten. Krankheitserreger abtöten. Okay. Also, was vor allem ist, die Viren, die machen, dass wir krank werden. Und wir haben verschiedene Krankheiten. Es gibt verschiedene Krankheitserreger, so kleine Bakterien oder Viren, die machen, dass wir krank werden. Und zwar gibt es eben Krankheiten wie Grippe oder eine Verkältung oder so vielleicht eine Angina, eine Hausentzündung, die ansteckend sind. Ja, sie sind ansteckend. Also das heisst, wenn ich krank bin, dann kann ich die Krankheit weitergeben zu anderen Personen. Das sind ansteckend. Ja? Und das ist, glaube ich, das Schlimme bei dem Coronavirus ist, dass er wirklich mega ansteckend ist. Und dass man hat das Gefühl, alle, die mit so Leuten in Kontakt kommen, werden selber auch gerade krank. Ja? Und das ist nicht so gut. Sind ihr auch schon angesteckt worden? Vielleicht nicht mit dem Coronavirus, aber zum Beispiel, ich mag mich erinnern, als ich schwanger war, als ich ein Baby im Bauch hatte. Und dann habe ich auf der Straße eine Kollegin getroffen und die hat mich so umarmt und mich begrüßt so herzlich und sie war ganz krank gewesen. Und ich bin nachher kurz vor der Geburt, hatte ich so einen Husten und war so krank. Ach, das war schrecklich. Also, wenn man krank ist, ist es gut, wenn man Abstand hält und nicht küsst und nicht Hand gibt und so. Olivia, nein, man sagt nicht, ich bin ansteckend, sondern Krankheit ist ansteckend. Du bist Trägerin von einer Krankheit, du bist infiziert. Und du kannst das weitergeben. Aber du bist nicht ansteckend. Dein Lachen kann auch ansteckend sein. Oder das Geinen, sagt man manchmal auch, wenn jemand so muss geinen und dann plötzlich alle anfangen zu geinen. Das ist ansteckend. Aber, und Krankheiten sind ansteckend, zum Teil, nicht alle. So Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder so, da muss man keine Angst haben. Die sind nicht ansteckend. Du trägst die Krankheit. Du bist eine Trägerin von dieser Krankheit. Das heisst, du hast die in dir inne. Ja. Ah, Green Dragon, du möchtest, dass die Schweiz ihre Grenzen zutut. Ja, wieso schliessen sie nicht die Schweizer Grenzen? Das sind Schweizer, die heimwollen, vielleicht. Oder, ja, das würde natürlich das Leben von vielen Leuten sehr, sehr beeinträchtigen. Die Frage ist, braucht es das oder braucht es das nicht? Und der Virus ist schon in der Schweiz, das stimmt. Und nachher, vielleicht kommen weniger Fälle von außen rein. Aber in der Schweiz hat es doch schon Leute, die krank sind und
Coronavirus-Erkrankung haben. Leider. Aber wir haben, ich denke, auch gute Neuigkeiten. Das heisst, eigentlich ist die Krankheit bei den meisten gar nicht so schlimm. Also es ist so wie eine normale Grippe. Es ist nicht so, ist nicht so schlimm. Ja. Das Problem ist, er verbreitet sich sehr schnell. Er verbreitet sich enorm schnell. Jetzt, erst gerade war er in Norditalien, jetzt ist er schon in der Schweiz und Berlin und an verschiedenen Orten. Überall hört man wieder, dass da ist jemand angesteckt worden und dort ist jemand angesteckt worden. Und es ist schwierig, das einzudämmen. Ja, es ist schwierig. Es ist so wie eine Flut Wasser, die kommt. Und wir möchten gerne einen Damm bauen, der das Wasser aufhebt. Also wir möchten gerne die Krankheit eindämmen. Und wir möchten sie begrenzen, örtlich begrenzen, dass sie nicht weitergeht. Ja, aber das ist scheinbar eben ganz schwierig. Ja, Olivia meint, die ganze Sache würde in 2-3 Monaten schon vorbei sein. Ja, das könnte sein, wir wissen es nicht. Wenn der Frühling kommt und der Sommer kommt, ist sicher auch wieder die Grippesaison vorbei, oder? Jeden Winter gibt es Grippe, genau. Ja. Also, wir können Krankheiten eindämmen, so wie wir versuchen, das Wasser einzudämmen. Also die Holländer sind gute Dammbauer. Hoffentlich können sie das mit dem Coronavirus auch, dass sie das eindämmen. Und das Schwierige ist, dass diese Krankheit eine Inkubationszeit hat von 2 Wochen, habe ich gehört. Und sie ist schon ansteckend, bevor sie ausbricht, bevor man sieht, dass man krank ist, bevor man Symptome hat, ist man eben schon ansteckend. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Dass man schon andere Leute mit anderen Leuten Kontakt hat und noch voll im Leben ist und arbeitet und reisen und man nicht merkt, dass man schon dann andere Leute anstecken. Die Masken helfen den gesunden Personen nicht, meint Katja. Ja, sehr wahrscheinlich ist es gut, wenn jemand krank ist, dass die Keim da bleiben und nicht in die Welt rausgehen. Aber den gesunden Leuten helfen es nicht so gut. Aber apropos Maske, da haben wir noch. Apropos Maske, ich habe gehört, dass eine Bekannte von mir, die Schwägerin, ist Ärztin in einem Spital. Und dort sind alle Masken verschwunden. Und werden jetzt auf dem Internet verkauft. Für teures Geld. Also das ist ein gutes Business. Das ist ein gutes Geschäft. Irgendjemand hat die Maske im Spital gestohlen. 2.000-3.000 Stück. Ich weiß nicht. Alle, die das Spital hatten. Und sie auf dem Internet verkaufen. Und das Spital hat keine Maske. Und das ist für sie, glaube ich, schon ein Problem. Das ist nicht so fair. Oh, hallo Malvin. du gehst zurück zum Anfang. Wir sind am Anfang 2 Minuten oder 5 Minuten vorher schon in den Startlöchern gewesen. Wenn du ein Rennen machst, auf die Plätze, fertig, los. Auf die Plätze, fertig, los. Also, dann nachher müssen die Athleten mit auf die Plätze, müssen die Athleten in die Startlöcher gehen, dass sie dann bereit sind, wenn es los ist, loszuspringen. Und das ist, was ich gemeint habe. Also wir sind schon bereit zum Anfang. Genau, verursachen. Was verursacht der Coronavirus? Was macht er bei den Leuten? Ja? Was sind Symptome? Welche Symptome hat man? Kennt ihr das ein bisschen? Das habt ihr sicher schon mitbekommen.
Symptome vom Coronavirus. Also es ist eine Atemwegerkrankung, wenn wir dort einschnaufen. Wir in der Schweiz sagen wir schnaufen. Das ist der Atemweg. Da geht der Atem, der Schnauf da hinten runter bis in die Lunge. Ja. Das ist eine Erkrankung von der Atemweg. Ja, genau, Pedro. Fieber. Da habe ich noch Husten. Husten. Es verursacht Fieber. Genau. Dann manchmal gibt es Komplikationen und es gibt Lungenentzündungen. Und es gibt eine Gruppe von Leuten, die vor allem gefährdet sind. Es gibt bestimmte Gruppen von Leuten, die gefährdet sind, die ein gewisses Risiko haben, wo es Komplikationen geben kann, die eventuell sterben können. Man redet so von einer Sterberate, ich glaube, von 4% der Leute, die sterben. Also, es gibt Leute, die gefährdet sind. Was für Leute sind gefährdet? Genau, Problem beim Schnaufen, Problem beim Atmen, beim Schnaufen. Katja. Okay. Also gefährdet sind zum Beispiel alte Leute oder Leute, die im Spital sind, die schon krank sind, die schon andere Probleme haben und dann plötzlich kommt noch das Coronavirus dazu. Jean, jetzt verstehe ich nicht gerade, was du meinst. Die Menschen, die alles essen, was lebt. Du meinst, die nicht Vegetarier sind. Die sind mehr gefährdet als Vegetarier. Vielleicht, wer weiß. Ja. Alle Tiere. Tiere sind auch gefährdet. Man sagt, Tiere haben die Krankheit übertragen auf Menschen, aber ich weiß nicht, ob die Tiere gefährdet sind von dieser Krankheit. Also da habe ich nicht drüber gefühlt, nichts drüber gehört. Die Olivia meint, du bist nicht gefährdet. Du bist noch jung, du bist fit, du hast ein starkes Immunsystem, du bist resistent. Und wenn er auch wird kommen, der Coronavirus, du bist nicht gefährdet, dass du irgendwie Komplikationen wirst haben oder solltest sterben. Ja. Die Olivia hat noch geschrieben, sterben muss man sowieso, schneller geht es mit Marlboro. Das haben wir manchmal als Kind gesagt, sterben muss man sowieso, schneller geht es mit Marlboro. Aber ja, schneller geht es mit dem Coronavirus. Meine Mutter hat gesagt, manchmal hat man der Lungenentzündung gesagt, das ist eigentlich ein schöner Tod oder das ist ein barmherziger Tod. Wenn Leute immer krank sind und krank sind und krank sind und nicht können sterben und dann plötzlich kommt eine Lungenentzündung und sie können gehen, endlich. Ja? Und das ist noch für einige Leute vielleicht sogar gut, wenn sie einmal gehen können. Und Tschüss sagen, sich verabschieden von dieser Welt. Irgendwann muss man sowieso sterben. Also, ich glaube, meine Mutter hat mir gesagt, das ist ein barmherziger Tod. Oder die Barmherzige ist die Lungenentzündung gewesen. Für die alten, gebrechlichen Leute hat sie ihnen einfach noch geholfen, den letzten Schritt zu machen ins Jenseits. Ja. Okay. Die Olivia hat nicht gerne Marlboro, das ist auch gut. Ah, der Jean meint, dass die Leute, die keine Fledermäuse essen, die sind nicht gefährdet. Fledermäuse ist, glaube ich, irgend mit einer anderen Krankheit in Verbindung gewesen, mit SARS oder mit Ebola. Ich weiß nicht mehr genau. Hat mir die Fledermäuse in Verbindung gebracht mit denen, ja.
Ja. Und jetzt zum Schluss noch etwas Aufmunterndes. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Bleib ruhig. Halt dich an Hygieneregeln. Hände waschen, in den Arm reinnüssen oder in Papiernasstüchli reinnüssen. Vielleicht etwas weniger ganz nahen Kontakt mit Freunden. In der Schweiz tut man ja immer bei der Begrüßung einander abküssen, drei Küssli oder zwei Küssli. Ja, dass man das vielleicht weniger macht jetzt, aber nicht mit allen. Ja, und dann wird es schon gut. Dann kommt es schon gut. Und dann sich gut pflegen. Wenn ihr krank seid, wie dürft ihr euch pflegen? Was macht ihr? Nehmt ihr gerade Medikamente? Oder lasst ihr euch krank schreiben und geht mal ins Bett, geht schlafen? Was macht ihr, wenn ihr krank seid? Ah, Green Dragon, du hast immer Desinfektions irgendwie Creme oder so dabei, dass du kannst deine Hände desinfizieren. Ich habe einen Freund, der tut Tierfilme. Der ist jetzt im Dschungel zu Uganda bei den Schimpansen und er muss auch halbe Stunde seine Hände desinfizieren, dass sie Menschen den Menschenaffen, den Schimpansen, nicht ihre Krankheiten übertragen. Also, dass sie die Menschen, die Schimpansen, nicht anstecken mit ihren Krankheiten. Sie müssen auch eine halbe Stunde ihre Hände desinfizieren im Urwald. Ja. Sie sind unterwegs, jeden Tag 30 Kilometer, tun sie den Schimpansen folgen und sie filmen. Und ja, das hat mich sehr erstaunt, als er mir das erzählt hat. Oh, Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Katja, Teebaumöl ist, glaube ich, auch noch gut. Oder irgendwie so ätherische Öle sind vielleicht noch gut zum Desinfizieren. Oder Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid, das kann man auch brauchen zum Desinfizieren. Vielleicht hat es das noch. Ah, die Olivia schläft viel, wenn sie krank ist. Sie tut viel pfusen, genau. Und das hilft wieder auf die Beine. Hi Gary. Wir haben gerade die Frage gestellt, was machst du, wenn du krank bist? Oh, Malvin meint, Mundschutz ist auch ausverkauft. Mundschutz, so eine Gesichtsmaske. Vielleicht musst du selber eine machen. Aus Stoff oder so. Der Green Dragon hat eine Petition eingereicht, dass man die Grenzen zutun soll. Die Schweiz tut sich abkapseln zu. Ja, okay, mach dir keine Sorgen. Und dann viele Vitamine. Vitamine sind auch sehr gut. Vitamine C. Ich hoffe, die sind noch nicht ausverkauft. Vitamine C. Und der Gary ist in Deutschland und hat aus Deutschland sogar kein Desinfektionsmittel gefunden. Es wird nicht empfohlen, im Moment so zu reisen. Ja, nee, vielleicht nicht wandern. Wandern ist ja, wenn man in die Natur geht und man ist relativ allein. Vielleicht vor allem zu dieser Jahreszeit hat es noch nicht so viele Touristen auf diesen Wanderwegen. Aber so umreisen oder so in grosse Einkaufszentren oder in grosse Orte, wo es viele Leute hat, sollte man weniger gehen. Also die Fasnacht ist ja abgesagt worden, in Basel und in Bern. Ich habe zwar gehört, dass sich in Basel die Leute gleich getroffen haben. Oder ja, größere Treffen vermeiden. Ich habe zwar auch gehört, dass bei uns in den Läden
ganz viele Grundnahrungsmittel so ausverkauft sind, dass es leere Gestell hat, weil die Leute Angst haben, dass das Coronavirus kommt und dass sie dann zu wenig zu essen haben daheim. Und sie tun jetzt so hamstern, sie tun ganz viel einkaufen, dass sie dann viele Sachen daheim haben. Sie tun hamstern. Sind ihr auch schon gehamstern? Habt ihr euch gut eingedeckt mit Wasser und mit Ess-Sachen, mit Teigwaren und Tomatensauce und Käse und Anke und Brot? Ja. Okay. Also, Olivia tut viel hamstern. Ja, hamstern ist einfach, sind Leute, die so Sammler sind, die einfach alles für sich wollen. Ja, ruhig sein und abwarten, Katja, das ist ein gutes. Eine gute Strategie, ruhig sein und abwarten, den Kopf nicht verlieren. Ja, vielleicht aber auch eben ein bisschen weniger reisen, sich ein bisschen eingrenzen, wenn man nicht unbedingt muss gehen, nicht unbedingt gehen. Ja, das war es für heute, unser Livestream. Jetzt mal am Montag, nicht am Sonntag. Es freut mich, dass ihr trotzdem Zeit gefunden habt, reinzuschauen und mit mir mitzudiskutieren und eure Kommentare abzugeben. Den Kopf nicht verlieren, genau, das ist wichtig. Für die, die Lust haben auf mehr, jetzt muss ich da noch schnell das so machen. Für die, die Lust haben auf mehr, es gibt auch einen Schweizerdeutschkurs, immer am Dienstag und am Donnerstagabend, für die Fortgeschrittenen ist es am 8:45 Uhr, wo wir auch verschiedene Sachen zusammen lernen und zusammen reden, verschiedene Themen. Also die gerne möchten kommen, bitte meldet euch über meine Homepage swissgermanonline.com und kontaktiert euch mit uns. Wir schicken euch einen Link, wo ihr euch einschreiben könnt für eine Probelektion. Ja, wenn ihr Lust habt. Also, ganz herzlichen Dank allen. Es hat mich gefreut. Macht's gut, schönen Abend, träumt süß, bleibt gesund. Und die, die krank sind, wenn es auch nicht der Coronavirus ist oder so, gute Besserung. Genau, gute Besserung. Und werdet schnell wieder gesund. Und passet auf, dass ihr niemand ansteckt. Sind vorsichtig. Tschüss zusammen.